Auch Lothringen rückte in den Fokus König Heinrichs. Es war dem westfränkischen König zu gefallen. Allerdings stand ein führender Lothringer im Streit mit König Karl. Anfang 920 fiel Giselbert offen vom König ab und ließ sich zum Prinzeps ausrufen. Die Besetzung des vakant gewordenen Bistums Lüttich ließ nun die Wogen hochgehen. Heinrich wies den Kölner Erzbischof als Metropoliten an, den Kandidaten Giselberts zu weihen. König Karl fiel daraufhin in den Wormsgau ein. 921 folgte eine Einigung im sogenannten Bonner Vertrag, in dem die Gleichrangigkeit der beiden Könige zum Ausdruck kam. Ansonsten wurde die Grenze wie zuvor gezogen, allerdings formierte sich im Westreich eine Adelsopposition zu König Karl. Nach weiteren Konflikten unterstellte sich 925 ganz Lothringen den Ostkönig. Wenig später führte dann Giselbert den Herzogstitel und heiratete König Heinrichs Tochter Gerbera. Die Ungarnfrage wurde am Wormser Reichstag 926 besprochen. Es wurde eine neue Burgenbauordnung beschlossen, die den Ausbau bestehender Anlagen genauso wie die Neuerrichtung von Festungen forderte. Mit Worms wurde auch die Ungarnabwehr zu einer Reichsangelegenheit. Unter dem Druck der Ungarn anerkannten nun auch die elbslawischen Stämme und Böhmen die Oberhoheit des ostfränkischen Königs an. 933 errang Heinrich einen bedeutenden Sieg an der Unstrut. Die Siegesfeier wird in den zeitgenössischen Quellen wie eine Imperatorenausrufung in antiker Tradition dargestellt. Bereits 929 ging König Heinrich daran, sein Haus zu ordnen. Er versorgte die zukünftige Witwe mit Gütern und kümmerte sich um die Ehen seiner Kinder. Otto sollte die angelsächsische Prinzessin Edgit heiraten. Damit brach er mit der karolingischen Tradition, die Königssöhne mit Frauen des Hochadels zu vermählen. Otto sollte auch allein sein Nachfolger werden, was ebenfalls ein Bruch mit karolingischer Tradition war. Heinrich starb 936 und wurde in Quedlinburg begraben. Er hinterließ ein durchaus gefestigtes Reich, das sogar eine führende Rolle übernommen hatte. Der Regierungswechsel vollzog sich ohne große Probleme.